Angst, nein, dass ich auf dich draufspringe. Ja, klar. So nervig. Leute, ich bin mal wieder mit 20 Verein. Kennt ihr ihn? Wenn ja, dann klatscht mal. Leute, wir haben heute was ganz Besonderes vor. Ich glaube, ich werde dieses Video morgen früh zutiefst bereuen. Denn ich werde heute mit Tim nicht nur den ganzen Tag, den wir noch vor uns haben heute, sondern auch die gesamte Nacht verbringen. Wir beide schlafen hier heute. Ich habe halt richtig Angst, Leute. Ich werde keine Stunde ordentlich schlafen können, weil der mich tyrannisieren wird heute Nacht. Kennt ihr die Stories, wo Tim mich erschreckt? Verbringen? Ich sterbe jetzt schon. Tut mir leid. Es gibt richtig krasse Sachen, die wir uns überlegt haben, Leute. Es geht richtig die Post ab. Boah, das kann ich nicht sagen. Es wird Zeit für die unangenehmste Nacht unseres Lebens. Und deswegen würde ich sagen, stark. Ja, voll gut. Ja, wir sind noch im Intro und befummeln uns jetzt schon, oder was? Ich würde sagen, es wird Zeit für die unangenehmste Nacht unseres Lebens. Und deswegen würde ich sagen, let's go mit dem Video. Wir helfen euch mal auf die Sprünge, wie spät es gerade ist. Aber dafür fragen wir mal unser liebes Handy. Okay, Google, wie spät ist es gerade? Es ist 19:14 Uhr. Ah. Glaube ich Ihnen nicht. Leute, dieses Video entsteht übrigens in Kooperation mit dem neuen Google Pixel 5. Dieses Handy benutzen wir heute auch die ganze Nacht. Und es hilft uns dabei, die Nacht noch besser, noch erträglicher und noch geiler werden zu lassen. Oh, Tim, alles klingt in diesem Video total sexuell. Wir sind ab jetzt die ganze Zeit hier drin. Wir dürfen nicht mehr raus. Das ist nämlich die ganze Schwierigkeit an der Sache. Wir dürfen den Boden nicht mehr berühren und wir müssen bis morgen früh hier drin bleiben. Zeig mal, was du heute mitgebracht hast fürs Bett. Also Leute, wir haben riesige Rucksäcke mitgebracht, denn wir müssen natürlich auch uns ein wenig ausrüsten für unsere Bettgeschichte. Oha, der sieht voll aus wie so ein Pfadfinder-Ding. Ja, kommt halt so ein riesen Arsch hinten raus, ne? Ich hab zum Beispiel einen Proteinriegel mit. Boah, das sieht ja aus wie zusammengepresste Babyscheiße. Ich habe natürlich erstmal meine Wings hier mitgebracht, denn kuscheln ist wichtig. Und mit dem No-Go. Ich will auch so eins haben. Ja, hier. Guck mal, wie lieb ich bin. Ich habe mein Asthma-Spray mit. Benutz das mal. Ich wollte das schon immer mal sehen, wie jemand Asthma-Spray benutzt. Ach, das muss jetzt wirken? Wie lange denn? Oh, jetzt kann er bestimmt erstmal 10 Minuten nicht reden. Also würdest du so scheiße finden, wenn ich mal ins Maul halte? Also ich habe natürlich an ein paar Snacks gedacht. Ich habe 3 Orangen natürlich für die Vitamine. 4 Bananen, die sind nämlich sehr, sehr gut für die Mold. Ich habe eine Kotzschüssel mitgenommen, weil es ja mich so sehr aufregt, dass ich kotzen muss, weil ich überstrapaziert bin. Oder falls ich einfach mal ins Gesicht furze. Genau. Dann habe ich natürlich Haarspray dabei für Tim. Was ich natürlich auch ganz wichtig finde. Meine ganze Fresse klebt, Tim. Schau mal, sagen wir aneinander. Und... Au, das war mein Finger! Wir haben 2 Joker, um aufs Klo gehen zu dürfen. Wir dürfen 2-mal, um aufs Klo zu gehen, das Bett verlassen. Ansonsten Warum halt habe ich das Gefühl, dass das nicht klappen wird? Nee, das klappt nicht. Ich werde in diese Kotzschüsse hier irgendwann reinpinkeln müssen heute Nacht. Das weiß ich jetzt schon. Oh, guck mal, ich habe sogar hier Kontaktlinsenlösung mit drin. Brauchst du noch mal Kontaktlinsenlösung? Ah, oh, du Spritznutter. Was habe ich gerade gesagt? Du? Hör auf, dieses Klebezeug! Nicht? Doch, es ist noch keine Zeit für Chips, Tim. Was ist eigentlich? Oh, ich habe noch mein Portemonnaie dabei. Aber du hast ja kein Ladekabel. Du kriegst aber nicht meine Powerbank. Nee, ich brauche auch keine Powerbank. Warum? Weil der Akku halt voll hält von dem Teil. Was heißt jetzt voll hält? Meiner hält halt auch 2 Stunden. Ja, meiner hält halt über 24. Was sagst du dazu? So, Tim, was machen wir als erstes? Wir sind jetzt hier bei der Pyjama-Party. Wollen wir einfach mal Essen bestellen? Was wollen wir bestellen? Na, eine geile Pizza, oder? Wir haben ja hier eine Besonderheit, Leute, weil wir dürfen ja nicht runter an die Tür gehen und dem Pizzalieferdienstmenschen empfangen. Gilt das ab jetzt schon, dass man nicht mehr raus? Wir dürfen nicht aus dem Bett. Wir müssen jetzt eine Mechanik entwickeln, wie wir diesen Menschen entweder hier hochbekommen oder das Essen nach oben bekommen. Das heißt, wir müssen dort anrufen und müssen halt fragen, ob das cool für den ist, wenn er einfach hochkommt. Hast du nicht Angst, dass der was klaut? Ja. Melina ist doch da. Das ist übrigens Melina. Sie kümmert sich darum, dass wir gut versorgt denn hier. Okay, Google, was ist die beste Pizzeria im Umkreis von 10 Kilometern? Italienisches Restaurant, sei lieb. Nee. Guten Abend. Schönen guten Abend, hier ist der Tim. Hallo. Haben Sie auch Mozzarella-Pizzen irgendwie? Ja, haben wir. Oha, voll cool. Haben Sie 32er Länge? Nach den 32er kommt der 40er. Wir nehmen 240er. 240er. Habt ihr irgendwie noch so Beilagen oder so geile? Bruschetta. Sonst nichts? Frittierte Calamari. Was sind Calamari? Sind das Vögel? Nee, das sind Tintenfischringe, glaube ich. Sind, er weiß es selber nicht. Ach so, oha, ja, ich dachte, es wäre irgendwie Vögel. Super, ciao, ciao. Also pass auf, ich habe mir schon ein System überlegt, wie wir das machen, wenn der Lieferant kommt. Zwar habe ich extra einen Haustürschlüssel mitgenommen, den binden wir an den Strick. Und dann werfen wir den hier aus dem Fenster runter den Balkon und dann hat er den. Du lebst auch ein bisschen deine Blockbuster, ne? Ja, aber Melina, du bleibst dann einfach unten mit an der Tür. Wenn er wegrennt mit dem Schlüssel, musst du halt hinterher und ihm einer auf die Fresse hauen. Das ist halt wichtig. Und wir können halt nicht mit. Also wir müssen auf jeden Fall einen Dreifachknoten machen, weil wenn dieser Schlüssel...
Oh shit, geh mal dran. Hallo! Hallo, schönen guten Abend. Sie haben Pizza bestellt? Ja. Könnte ich das irgendwie so machen, dass Sie vielleicht die Pizza nach oben bringen? Weil ich habe hier gerade so einen kleinen Unfall. Geht das? Alles klar. Ja? Okay, ja, der Schlüssel kommt, alles gut. Du hast ihm auch nichts gesagt. Der denkt doch, wir sind Bekloppte. Sind wir halt auch. Ich werf das jetzt. Okay. Ja, wirf das. Haben Sie den Schlüssel? Oh mein Gott, wenn ich er wäre, ich würde hier nicht reingehen. Nee, ich auch nicht. Melina rennt gleich runter. Er hat den Schlüssel, ich merke das. Um Gottes Willen, Leute, das ist gerade richtig krass für mich. Mein Herz schlägt gerade voll. Hör auf zu twerken jetzt. Leute, das ist halt kein Fake. Damit ihr checkt, wie das ist. Hier ist ein Balkon und wir haben das einfach darüber geschmissen. Sieht da jemand? Ja, zieht doch, keiner. Doch, das geht doch. Ja, kommen Sie einfach hoch! Ich verstecke mich jetzt. Nein, Tim, du erklärst ihm das jetzt gleich, ne? Ich brauche mir gar nichts zu erklären. Echt jetzt? Wir drehen halt gerade das Show. Wir drehen kein Show. Doch. Ich selten sowas gehabt. Was jetzt? Dreh? Dass ich zu jemandem nach oben kommen soll, um die Pizza auszulegen. Aber wir hätten halt auch nicht gedacht, dass du es machst, ne? Okay. Nee. Ich dachte, okay, jetzt scheiß drauf, jetzt das erste Mal. Guck mal, Leute, das hier ist unser Lieferservice-Mensch und du darfst jetzt mal was sagen. Fand ich cool, Alter. Das ist das erste Mal, dass ich ihn nach oben liefere. Aber stell dir vor, dass wir jetzt wirklich für so einen Tim, hör auf jetzt mit. Was soll ich dir euch hinschreiben? Ja, einfach hier auf die Bettkante, weil wir dürfen das Bett für 24 Stunden nicht verlassen. Das ist halt das Ding. Wir drehen halt einen ich meine, das hat ernst. Nein, Tim, hör auf jetzt. Der ist komplett verstört. Einfach auf die Bettkante, das wäre lieb. Genau, einfach dahin. Ja, auf jeden Fall vielen Dank. Du weißt ja, wo es lang geht, ne? Ja. Bis dann, dir auch. Ciao, ciao. Ich dachte, der fand mich geil. Meinst du? Fandest du ihn geil? Ich fühle mich richtig gut jetzt. Das ist nicht so fake. Das Problem ist, irgendein fremder Mensch weiß jetzt, dass ich hier wohne. Das fühlt sich ein bisschen komisch für mich an. Das hatte ich halt vorher nicht bedacht. Komm, klar, ich habe 30 Stalker. Ja, das ist jetzt nicht gut. Okay, kriege ich jetzt bitte Desinfection, bevor du dich vollgefressen hast? Das ist nicht deine Dienerin hier, ja? Das ist meine. Ich löse jetzt übrigens meinen Gutschein ein. Nee, wie sagt man? Dein Gutschein? Mein Rabattcode 24TimToilette. Die haben halt auch nicht mal Stücke draus geschnitten. Boah, danke für nichts. Aber das ist echt so richtig unbefriedigend, so eine abgerissene Pizza zu essen. Stopp, der folgt mir ja jetzt auf Insta-Safe. Ich gucke jetzt, wer mir gerade neu gefolgt ist. Oha. Der ist es! Wir haben sein Insta gefunden, Leute! Schreib ihn mal an und frag ihn mal nach einem Date. Willst du ihn jetzt wirklich anschreiben? Ja, hab's gerade gemacht. Er hat gerade wirklich unseren Pizzaboten, der vor 10 Minuten noch hier oben stand, gerade auf Instagram angeschrieben. Ich genieße das voll, weil mich Leute geil finden. Kein Joke! Okay, Google, wie spät ist es? Es ist 21.18 Uhr. Wir sind schon über... Du hast sie getötet! Okay, was wollen wir jetzt machen? Ich finde, wir sollten mal ein Spiel spielen. Mhm. Du musst ein Tier nachmachen und ich muss es erraten. So, ach so einfach. Die Besonderheit ist, dieses Handy kann dir genau sagen, wie jedes Tier macht. Hey, Google, wie macht das Huhn? Das ist ein Huhn. Das ist schon cool. Ne, das ist schon cool. Melina hat uns solche Dinger hier gemacht und da stehen Tiere drauf. Und wir müssen das jetzt ziehen und dann dem anderen vorimitieren. 3, 2, 1... Ich möchte. Ist jetzt was zerbrochen? Hast du es erraten? Ja, genau. Okay, du bist dran. Oh, Tim. Ist das ein Tiger? Löwe. Jaguar. Tim macht immer irgendwie so eine komische Position die ganze Zeit. Guck mal hier, der Schnüppel. Nein, das ist. Du bist so cringe manchmal, weißt du das eigentlich? Ein Braunbär? Ja! Yeah! Wirklich ein Braunbär? Nee, ein Brabär. Ein Braunbär. Ich hab jetzt nicht schlecht von mir. Ja, aber gut. Okay, ich zieh. Oh. Ameise? Nee, oh Mann. Ich weiß. Oh, Scheiße. Nee, okay, warte, ich mach's anders. Warte mal, können wir vielleicht in Schwarz-Weiß einmal einblenden, wo er gesagt hat, ich mach da immer so eine Orgie oder was war das? Die macht immer irgendwie so eine komische Position. Oh mein Gott, das sah so echt aus. Oh mein Gott. Dieses Video ist eine einzige Katastrophe. Du weißt eh nicht. Ja, eine Grille. Okay, Google. Wie macht eine Grille? Das sind Grillen. Da wäre ich bestimmt drauf gekommen auf. Hyäne! Was? Hyäne? Was denn? Das war so eine richtig hässliche Hyäne. So ein richtiges Mistvieh war das. Richtig, wo man sich schon denkt, hässliches Vieh, Alter. Ja, oder? Du willst ein Wolf sein, oder? Ja, wie macht der denn nochmal? Ja, halt nicht so hoch und nervig. Okay. Jetzt weißt du auch mal, wie das wehtut. Au, ja, au. Ja, richtig. Warte, wir können ja gucken, wie ein Fuchs macht. Okay, Google, wie macht ein Fuchs?
Hä? Oh, ich bin so durch, Alter. Ich hatte halt gerade Fuchs gezogen. Oh Leute, ich kann nicht mehr. Es ist zu spät. Okay, Google, wie spät ist es? Es ist 22.12 Uhr. Tim, ich bin so fertig. Ich fühle mich so, als wäre es 5 Uhr nachts. Also Leute, wir sind kurz vorm Einschlafen. Aber das geht so nicht, Tim. Wir liegen die ganze Zeit hier rum. Wir fressen Pizza. Wir müssen jetzt Sport machen, Tim. Ich weiß, das kann das Pixelphone jetzt noch nicht. Aber stell dir mal vor, irgendwann muss man das nur noch in seiner Tasche haben. Und dann trackt das, während man Sport macht, wie viele Kalorien man verbrennt. Und dann weiß man genau, wie viele Kalorien man verbrennt. Oh, ist doch voll geil. Leute, es tut mir so leid, wir sind einfach fertig, okay? Wir müssen jetzt Couple-Yoga-Position nachmachen und unser Handy wird uns sagen, wie viele Kalorien ich verbrannt habe. Ist doch voll geil. Es geht was relativ entspannt los. Geh ich runter oder du runter? Du, ich bin dünner. Au! Oh! Ich glaube meine Arschritze. Halt meine Maul. Du musst die Arme nach hinten machen. Jetzt mach mal deinen Rücken gerade. Oh, deine Schienbeine. Geht ja gar nicht. Oh, echt jetzt? Oh, jetzt geht auch noch der Durchfall los, ey. Oh, Tim, wenn du hier die ganze Nacht das Bett voll scheißt. Hör auf, du. Nein, hör auf. Du musst deine Arme nach hinten. Ja. Die Arme nach hinten. Ja, sei mal dein Maul. Oh. Ich kann nicht atmen. Halt dein Maul. Oh mein Gott, Tim, das ist so schwer. Nächstes. Och, Mann, ey, ich komme mir so richtig verarscht vor, das ganze Video von dir. Weißt du das eigentlich? Okay, next. Ich soll mir das auf dem Bett machen. Okay, mach jetzt mal den. Tim, ist ganz komisch für mich gerade. Ich fühle mich eher wie so ein Baby, was jetzt eine Windel kriegt. Oder? Du musst die Beine richtig nach hinten. Ja, genau so. Ich aber keine okay, warte. So. Haben wir es, Melina? Ja. Oder? Haben ja. Wir doch. Voll gut. Die ist schon ein bisschen next level. Warte. Du drückst mich raus. Ja. Du drückst mich raus. Warte, wo ist dein Bein? Meinst ja, meins ist hier. Oh, ich fall. Ja. Ich rutsch gleich weg. Au! Mein Kopf! Oh, das war Beule Deluxe. Aua. Ja, das kriegen wir hin. Mein Arsch muss ja so richtig in der Luft sein. Gib mir dein Handy jetzt. Ich drück mich hoch. Aua! Haben wir es? Oh, mein Arsch! Drück die Hüfte hoch, Tim! Die Hüfte hoch! Okay, Google, wie viele Kalorien haben wir verbrannt? Als ob du bei dem Mist jetzt hier Kalorien verbrannt hast. Es ist 22.54 Uhr. Leute, es wird Zeit, unsere Zähne zu putzen. Ich kann nämlich wirklich nicht mehr. Ich penne gleich weg. Aber manchmal, gerade wenn man sehr, sehr müde ist, macht man das ja nicht mehr so ganz gründlich, wie man das eigentlich tun sollte. Jetzt stell dir aber mal vor, irgendwann kann unser Google Pixel unser Zahnputzvorgehen so krass analysieren, dass das uns ganz genau sagen kann, was wir richtig und was falsch machen. Wir werden das jetzt mal austesten, wie das wäre. Okay. Wir haben hier zwei ganz besondere Zahnbürsten von Melina bekommen. Ich habe so eine hässliche hier mit einem lilanen Giraffe drauf. Mit einem lilanen Giraffe. Ich habe Biene Maya. Kannst du die abschrauben, die Maya-Biene? Mach die nicht zerbrochen. Ey, wir reden wie die absoluten Vollassis. Oh Mann, Leute. Ich muss noch in Wasser tauchen. Ich hasse das, wenn das sonst zu trocken ist. Bringt nichts, ne? Hebt die Wirkung auf. Willst du nicht? Okay, Google, analysiere unser Zahnputzverhalten und gib uns Tipps. Zoe, was ist das denn für eine Prinzessinnenbürste? Das ist eine Giraffe, glaube ich. Ein Beispiel an Private Tim, der hatte... Ach, eigentlich hat er auch eine ziemlich beschissene Zahnbürste. Egal, von rot nach weiß. Private Tim, Sie haben Nummer 17 vergessen. Schauen Sie mich nicht so an, Sie wissen, wovon ich rede. Konzentrieren Sie sich! Private Joey, hören Sie nicht auf! Und ihr eure Zähne putzen, müsst ihr Zahnseite benutzen. Ja, genau, und jetzt singt mit von dir. Tim, Sie haben das Wasser vergessen. Wo ist das Wasser? Ja, richtig, hol dir das Wasser. Wo ist das Wasser? Müll! Ist mir egal, wohin das geht. Also die Google will ich nicht haben. Hier, Melina, das haben wir für dich gemacht. Oh. Okay, Google, wie spät ist es? Es ist 2.48 Uhr. Versteht ihr das, Leute? Wie lange wir jetzt schon hier im Bett liegen? Joey, guck uns doch einfach an. Ich habe einen Zeh gebrochen. Ich verstehe halt nicht, wie wir überhaupt so lange aufbleiben konnten. Weil du mit mir eine Therapiestunde durchgeführt hast. Ja, also Leute, wir hatten gerade richtig heftigen Deep Talk. Und dann hat sich halt Tim den Zeh gebrochen. Ich kuschle jetzt noch mit Wingsy. Tim knabbert sich hier gerade am Zeh rum. Weiß auch nicht, was der gerade hier vorhat. Ich habe gerade gefurzt. Oh, echt jetzt? Oh, wenn das jetzt stinkt, riechst du das Tim? Schon? Weil ich glaube, das dünstet gerade nach rechts. Warte, ich mach mal hier Licht an, damit die uns auch mal sehen. Guck mal, jetzt
erzählen die dich auch. Joey, ich sehe nicht. 3 Uhr? Ja, scheiße. Och, nee. Warte, ich mach Taschenlampe an. Joey, merkst du eigentlich noch was? Was machst du bei dir? Ja, was soll ich denn bei mir? Oh, ja, was genau. Hell. Bin ich so hässlich abends? Mhm. Oh. Oha, meine Hand. Seht ihr das? Oha. Oh mein Gott. Oha, das sieht richtig gruselig aus. Das sieht aus wie ein Monster. Du kannst vielleicht deinen Oberschenkel auf meinen ablegen. Das ist ekelhaft. Weiß ich überhaupt nicht. Du suchst die Nähe. Jee. Tim hat mir gestern noch gesagt, er wacht sofort von Weckergeräusch auf. Ich höre das. Du Nervige, dann mach ihn doch aus. Es ist Wahnsinn, was Tim nachts macht. Ist dir bewusst, was du nachts im Bett machst? Mhm. Alle 15 Minuten geht so. Das hab ich von meiner Mutter, die Olle. Und bist du schnell eingeschlafen? Weiß ich gar nicht. Ich lag noch bis mindestens um 5 Uhr morgens wach. Warum dies? Stell dir vor, du schläfst gerade ein und dann. Das ist eine schwierige Nacht. Ich habe gut geschlafen, muss ich zugeben. Und Leute, ich habe halt komplett reingeschissen, was die ganze Videoidee angeht, denn ich war gerade schon mal aus dem Bett raus. Ich war gestern Abend noch mal meine Schadzine holen. Ihr wisst, was ich meine. Es geht nicht. Ich kann das nicht. Das ist so ein Psychotherapeut für mich. Ich lag bis um 5 Uhr morgens wach. Der hat geschnarcht. Oha, Tim, wir sind fast 24 Stunden im Bett. Ja, ich find's toll. Halt gar nicht. Nee, toll, dass es vorbei ist. Oh, Tim. Oh. Ich glaube, ihr merkt alle, wir sind heftig fertig. Ich könnte sofort wieder schlafen. Wir müssen halt jetzt wirklich noch ein paar Stunden tot kriegen. Stell dir mal vor, das Handy kann irgendwann so Hologramme. Heißt das echt Holo? Ich dachte, das heißt Holo. Ja, das heißt Holo. Ich kann nur nicht reden. Weißt oh, du, krass. Stell dir vor, wir malen so in die Luft und ich kann sehen, was ich male. Und du musst erraten, was ich male. Okay. Ja, ja, ich habe ich verstanden. Wir legen jetzt unser Pixelphone in the middle. Jetzt kommt die Hologramm. Siehst du die? Ja, ich sehe die. Voll krass. Oha. Melina hat uns jetzt Begriffe vorbereitet und diese müssen wir ziehen und dann den jeweiligen Gegenstand bzw. das jeweilige Tier zeichnen. Okay. Du fängst jetzt einfach an. Oh. Okay, sagst du mir, ob es ein Tier oder ein Gegenstand ist? Nö. Okay. Okay. Und Action. Welle. Wasser. Brille. Taucherbrille. Ah, wie cool. Ja, ne? You ready? Gießkanne. Eine Regenkanne. Das ist eine Regenkanne. Weiß nicht. Schüttenkanne. Oh, Schüttenkanne? Teekanne. Ja. Eine Schüttkanne. Mond mit irgendwas dran an den Ecken. Hä? Eine Mandarine? Bist du eigentlich dämlich? Eine Banane! Ja! So, jetzt zeige ich es dir aber mal, du alte Fußhupe. Eine Krone. Kleeblatt? Eine Muschel. Nee. Ja, nochmal mach ich's nicht. Okay, ich mach einmal. Es geht hoch, dann 1, 2 und dann ist er auch höher und dann geht's aber auch wieder kleiner. Das ist halt so ein Stegosaurus. 5 Hörnern. Du willst mich gerade komplett verarschen. Ich komm nicht drauf. Oh, Tim. Ich weiß, es ist 10. Hä? So Hörner. Oh, willst du mich eigentlich verarschen? Nein, wirklich nicht. Was hab ich denn hier? Finger. Oh, ich habe einen Handschuh gezeichnet. Das sah so aus, als hättest du. Ja, genau. Aha. Oh, ich kann nicht mehr. Ich will jetzt auf. Wir sind doch fertig. Hey Google. Wie spät ist es? Es ist 12.38 Uhr. Boah, das waren fast 24 Stunden, oder? Das reicht. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihr auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Wir würden uns riesig darüber freuen. Und ich würde mich auch riesig darüber freuen, wenn ihr Tim auscheckt. Er hat's verdient. Schaut mal vorbei und gebt ihm ein Follow. Vergesst auch nicht, dem Joey zu folgen. Auf YouTube sehr gerne auch. Du hast fast die 2 Millionen. Mhm. Danke. Wie lange hast du die schon fast? Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch an Google nochmal für dieses coole Handy. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß in dieser Nacht. Oh, das klingt schon wieder so ekelhaft, Tim. Ganz ehrlich, hör einfach auf mit der Scheiße. Ihr könnt das neue Google Pixel 5 übrigens jetzt offiziell erwerben. Das heißt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ihr findet alle Links dazu unten in der Beschreibung. Und ja, Leute, vergesst nicht, uns auszuchecken. Und da würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder. Oh, ich hab mir wehgetan. Oh mein Gott. Schluss jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will raus aus dem Bett. Ich will raus aus deinem Leben.